Hey Leute, willkommen zurück zu Biomutant. Wir müssen den Mecha-Mute oder einfach dieses halt Gestell finden. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir den bereits gefunden in einem früheren Part. Nur konnten wir nichts damit anfangen, weil wir wohl einfach zu früh waren. Hier das Schlammstromfeld haben wir auch nicht vergessen, wie ich es gehasst habe, hier die Sucherei nach dem Tresorraum. Okay, wir nehmen diesen Weg, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den kennen wir noch nicht. Auch wenn ich etwas vorwärts machen möchte, denn ich bin wirklich heiß darauf, den nächsten Weltenfresser zu erledigen. Ich weiß nicht wirklich, ob wir die Reihenfolge einhalten, ob es überhaupt eine Reihenfolge gibt. Entschuldigung? Was? Ich mag es gar nicht, einfach so gestört zu werden. Ach, kommt her. Komm her. Komm her, mein Großer, komm her. Wo ist dein Kumpel? Ja, gleich hier. Gleich hier. Okay. Was? Was denn? Könntest du einfach meinem bösen Wolf erliegen? Und ebenfalls für dich. Dankeschön. Ja, der böse Wolf, das ist immer noch einfach. Das ist... Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Du sagst es. Der böse Wolf, der ist echt... immer noch die schlagfertigste Art, Gegner auszuschalten. Aber auch die mit dem meisten Risiko behaftete. Komm schon, bring den Biber. Na komm. Wir machen den Kometenhieb. Und gleich noch einen nachsetzen. Da habe ich dich nicht erwischt. Könntest du für einen Moment aufhören? Du brennst, mein Freund, richtig? Guten Flug. Guten Flug. Vielen Dank für die Erfahrungspunkte und hier war er. Der Gute. Du musst die Bolzen lösen, ohne den Mecha-Mute zu verschrecken. Okay, versuchen wir das. Versuchen wir das. Yes. Okay, Mecha-Mute. Gut so. Der Festsitz ist gelockert. Jetzt kommen die Hufe und bringen den Festsitz zu Noko. Okay. Ach, jetzt kann ich den noch reiten. Klasse. Klasse. Ist das jetzt als neues Reittier hinterlegt? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Na, da könnten wir jetzt vermutlich schnell reisen, ist das richtig? Wartet. Karte. Hierher. Weg von. Nee, du bist. Ah, du bist auf einem Reittier, dann kann ich nicht schnell reisen. Okay. Warte, ich kann dich ja jetzt rufen, richtig? Warte. Ah, ja, sehr gut. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Dann machen wir hier eine Schnellreise. Mit dem längsten Loading Screen der Geschichte. Na, obwohl, damals Fallout und Skyrim hatten auch in der Startphase wirklich lange Loading Screens, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir haben ja Zeit. Wir könnten. Ah, das ging. Oh, nee, das. Wow. Das ging schnell. Was ich noch ausprobieren wollte, fällt mir gerade ein. Nee, nicht. Ah, sorry. Hier. Okay. Ne. Ah, ich habe auch das Falsche gedrückt. Sorry. Aber. Ne. Ne, wirklich. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht. Haichen.
So, wie gefällt's dir? Damit beschäftigt ist, das Bonbon-Gummi zu kauen und der brandneue Festsitz an Ort und Stelle ist, kannst du aufbrechen. Klasse. Noko hat diese kleinen, fantabulösen Viecher so abgerichtet, dass sie den Hufschnauber hoffentlich ablenken werden, wenn du gegen ihn kämpfst. Sie nennt sie Glitzermotten. Frag am besten Mito nach ihnen. Sie hat ihn gebeten, sie sicher zu verwahren. Du findest Mito in Scheinhell. Er ist ein wenig gedankenlos. Aber hoffentlich erinnert er sich noch daran, wo er die Motten verstaut hat. Ne, Mito, mein bester Freund. Da bin ich informiert, da bin ich ebenfalls informiert. Daher, erzähl mir doch was vom Hufschnauber. Ihr ist aufgefallen, dass seine Vorderzähne etwas locker sitzen. Mit dem Greifhaken könntest du sie ihm vielleicht ziehen. Das werden wir sicherlich machen. Da wird der Kollege hier seine Zähnchen verlieren. Kann ich dich jetzt reiten? Warum? Ach, dann bleib eben hier. Aber ich muss ihn jetzt trotzdem besuchen, auch wenn ich bereits... Ach, da ging... Da hätten wir jetzt natürlich wieder eine Schnellreise. Im Gebirge bist du näher an der Sonne, aber trotzdem ist es kälter. Okay, ja, das ist eigentlich wahr. Das ist eigentlich wahr. Aber wahrscheinlich, weil wir weiter weg vom Erdkern sind. Nein, grundsätzlich ist es nicht verkehrt. Und trotzdem holst du hier einen Sonnenbrand, weil der Schnee liegt. Haben Sie da jeweils neue Sätze für den Kollegen oder ist das einfach immer wieder so? Wer? Meine Freunde. Bewacht ihr hier den Grünautomaten? Ach, ich darf doch bitten. Ich darf doch bitten. Ach komm. Ja. Komm her. Ein heißer Anblick. Ach, wisst ihr was? Okay. Hier. Fertig hier. Komm her. Stufenaufstieg. Das geht schon schnell. Und komm mit mir gleich für euch beide. Schön. Schön. Okay. War hier. Was habt ihr hier beschützt? Einfach einen Grünautomaten. Dann nehmen wir das doch dankend mit. Auch wenn wir es wirklich nicht brauchen, weil ich so viel immer wieder verkaufe. Was sind das? Ja, diese 200 Meter, ach komm. Ein bisschen Bewegung, das schadet uns doch nicht. Und so wie ich es mir denke, werde ich für den Hufschnauber sowieso einen separaten Part machen. Ich will das hier nicht noch reindrücken. Wartet. Ne. Ich glaube, ich musste hier lang. Ich habe doch keine Ahnung mehr. Ich weiß es doch nicht mehr, wo Mito genau war. Wo warst du, Mito? Ich dachte, hier wäre der richtige Weg. Hier hat es wahrscheinlich auch wieder... Ja, natürlich hat es wieder Gegner. Meine Freunde, hi. Was bist du? Du bist der radioaktiv gepimpte oder was? Oder ist das Elektro? Das ist Elektro, mein Freund. Ah, oh, shit. Oh, guter Treffer. Komm her. Vogelwirbel für dich. Hab ich dich echt? Bist du ausgewichen? Okay, ich kann weder ausweichen noch sonst irgendwas machen. Das ist natürlich etwas schlechter. Aber dann... Versuchen wir es doch. Ein bisschen damit. Komm her. Oh, shit. Könntest du... Dankeschön. Ja. Gegen diese Gegner ist es einfach fantastisch. Fantastisch. Klasse. Ja, du gibst auch gut Loot, mein Freund. Du gibst auch gut Loot. Ich wechsle jetzt aber wieder aufs Gewehr. Wartet. Das war die falsche Waffe. Die was.
Genau. Einfach weil für diese Die Sonne schwindet dahin. sonstigen Kämpfe passt die mir etwas besser. Wartet, wartet, wartet. Komm her, mein Freund, ich brauche euch. Ich brauche euch. Wollen wir noch den Stufenaufstieg machen, wenn wir schon dran denken? Was wollten wir? Ich wollte Stärke, Nahkampf, Vitalität könnten wir wieder. Agilität wäre natürlich auch was. Nee, Vitalität. Machen wir wieder mal Vitalität. Hey, du wirkst stahlhart. Ja, das liegt an meinem Bauch. Sixpack. Klar. Mito, mein bester Freund, wie geht's dir? Ich hab dich vermisst. Hi. Mito meint, er mag nicht nur alles, was leuchtet, sondern auch alles, was glitzert. Er schätzt, du hast noch nie eine Glitzermotte gesehen. Es wird höchste Zeit dafür. Obwohl sie in der Nähe von Weggras nisten, hören sie nie auf zu leuchten. Kollege, Wenn ich du hab dir eine schon. Glitzermotte findest, würde dich das mit genug Hoffnung erfüllen, um deinen Weg bis zum Ende fortzusetzen. Ja, klasse. Ich mache natürlich alles, um die Strahlt Dunkelheit zu förmlich, vertreiben. ob deine Begeisterung für das Licht. Vertreiben. Ja, klasse. Ah, helle. Da habe ich jetzt helle Punkte behalten. Ach ja, wie auch immer. Wie findet die Glitzermottengrotte? Ich hab doch schon so viele. Ich hab doch schon so viele. Mekamute, komm her, mein Freund. Reiten wir zusammen in den Sonnenaufgang wohl eher, ja. In den Sonnenaufgang. Was? Was ist hier unten? Waren wir hier? Sieht so aus. Haben wir das geholt? Kommt das wieder zurück? Nee. Das hatten wir offensichtlich schon. Ah, okay. Man könnte natürlich auch kurz die Karte ansehen. Ja, das haben wir geholt. Okay. Okay, dann reite, mein Freund, reite. Wie die Maschine, die du bist. Der Mekamute. Ja, wieder ein Reittier mehr. Es interessiert Brumm mich es wirklich, was da an, noch da so läuft kommt. es schneller. Allgemein, ich meine jetzt abgesehen vom Mekamute oder von den Reittieren haben wir ja noch den Mekton und den Glibbergleiter. Natürlich nehmen wir auch hier den Emil mit. Das bisschen. Aber hey. Wartet. Was haben wir hier? Das ist. Kann ich hier jetzt was machen oder finde die Glitzermottengrotte? Ja, ich habe sie gefunden, aber. Das nützt mir gänzlich wenig. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo einen Weg nach oben gesehen. Da war das jetzt, habe ich mir das nur eingebildet. Ach hier, das habe ich gesehen. Aber das ist ja die falsche Seite dann. Ah, wartet. Okay, Rätsel gelöst. Und das in Rekordzeit will ich hier nur mal kurz. Ihr müsst mich auch mal loben. Okay, nach oben, mein Freund. Oh, gleich einen Übersprung. Oh. So können wir arbeiten. Okay, waren wir hier bereits? Wahrscheinlich nicht. Das wirkt neu. Immer Okay. schön geradeaus. Ich versuch's. Ach, hätte ich auch hier direkt drauf gekonnt. Not sure about this. Not so sure. Was haben wir hier noch? Ich will noch kurz ums Eck. Einfach um sicherzustellen, dass hier nicht der beste Loot überhaupt auf mich wartet. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch Dies so ist verpasst. bereits ein Epos. Du entscheidest aber, wie es endet. Boah. Ich rieche Enttäuschung. Komme ich hier hoch? Das wäre. Ne, wartet.
Ach komm schon, ich habe immer diese Ideen und dann ist es für nix. Wer braucht schon hier die Kletterwand? Ist für Anfänger. Ich bin ein Elite-Kletterer von Kiesel. Kniesel? Kiesel? Ich vergesse immer, wie er hieß. Wartet, waren wir hier draußen? Hatten wir das jetzt? Ich würde hier das Zeug. Oh, no, 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 no. Nicht runterfallen. Ich würde das Zeug einfach hier oben verstecken, also. Aber naja, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Könnte ich etwas. Danke. Ein bisschen Licht und es ist gleich alles einfacher. Wo? Wer schreit hier? Flatti! Flatti, was treibst du hier? Was willst du? Komm her, Flatti. Habe ich dich nicht erwischt? Richtig? Jetzt habe ich dich erwischt. Ach, Flatti. Könntest du für einen kurzen Moment aufhören? Vielen Dank. Handgelenkpulli. Nee. Nee. Ah, jupp. Gibt nur Holz, aber gibt Holz. Ach, dann kann mir der Handgelenkpulli gestohlen bleiben. Was haben wir hier? Ist das der große Schatz? Nachtstampfer. Auch eher uninteressant. Ich muss mir das wirklich ein Die bisschen angewöhnen. Vergrieberung Ich des weiß, Grundwassers breitet sich aus. ich sage das immer wieder, aber ich habe einfach so viel Stuff und verkaufen brauche ich es nicht, weil ich habe schon so viel Grünzeug. Und die Ressourcen, naja, okay, das wäre jetzt Die wahrscheinlich auch nicht. Glitzermottenhöhle ist direkt hier. Das gefällt mir. Damit, ja, da würde ich mich wohlfühlen. Ach, das sind nicht Lo Ach, das sind Glitzermotten, das sind nicht, okay. Gib mir den Psi-Punkt. Kein Psi-Punkt, okay. Doch, eben. Psi-Punkt, Psi-Punkt, Psi-Punkt. Eingesammelt und gleich Das noch hat einen. sich gelohnt. Das will ich meinen. Okay, gibt's sonst noch was hier oben? Eigentlich nicht, weil Loot. Es hat mir nur den Psionik-Schrein angezeigt. Und doch möchte ich mich wie immer noch kurz umsehen. Ah, so viel Zeit muss sein, Leute. So viel Zeit muss sein. Oh, mein Auge. Oh. Was war das? Was war das? Wo ist die Motte? Keine hier. Gut, Leute, sind wir bereit? Und flieg, flieg! Ah, danke. Ich dachte schon. Er würde nichts machen. Das wäre jetzt noch besser gewesen. Ach, das liebe ich. Das finde ich klasse. Oh. Sehr schön. Fantastische Landung. 9 von 10 Punkten. 9 von 10. Ja, 200, 250 Meter. Was sind schon Welch 250 Meter, dunkle Leute? Nacht. Und was man hier dann jeweils immer wieder findet, schön versteckt. Ein bisschen Polym. Ein Polym. Ein lächerliches Polym. Flieg, flieg und renn. Wir kommen näher. Und dann sind wir schon bald ready, hoffe ich. Außer Noko braucht noch 700 verschiedene Dinge. Wie ich sie bisher kennenlernen durfte, wird das wahrscheinlich der Fall sein. Hi. Das sollten genug Glitzermotten sein, damit ihr Plan funktioniert. Das freut mich. Sie meint, du solltest dich nicht um die Wege sorgen, die du beschritten hast. Richte deinen Blick auf den unvermeidlichen Weg vor dir,
an dessen Ende der Weltenfresser wartet. An dessen Ende der Weltenfresser stirbt, meine Liebe. Oh. Oh. Ja, der kann zubeißen. Der Hufschnauber ist der Beweis für die Dualität der Evolution. Unglaublich schön und grotesk zugleich. Sie meint, da die Wurzel sich in den entlegenen Bergen von Knalksteinach befindet, könnte der Hufschnauber länger daran nagen. Darum befürchtet sie, dass die Wurzel so viel gelitten hat, wie die Wurzel im Nordwesten, die unter dem Nass liegt. Okay, Knalkstein. Ach, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung von allen dreien. Warum Hufschnauber? Erzähl mir, du musst deinen Gegner kennen. Das ist das Wichtigste. Weil er sie an ihre Ziegen erinnert. Die haben auch Hufe. Seine sind bloß viel größer. Warum dann nicht große Ziege oder sowas? Ach. Okay, ich hoffe, du bist jetzt der große Krieger, mein Freund. Mein Mutie. Mein Mutie, der nordöstliche Weltenfresser. Wollen wir uns daran wagen? Ich denke doch. Dann haben wir hier wieder mal ein bisschen Action reinbekommen. Auch wenn, wie gesagt, ich glaube, der andere Weltenfresser zuerst hätte ins Gras beißen müssen, aber und wer interessiert sich schon wird dafür? Wird in die Hände gespuckt. Deine, ihre, wen kümmert's? Ja, Corona, mein Freund, das macht keinen. Es ist nicht so elegant aktuell, jemand anderem in die Hände zu spucken. Auch sich selbst muss ich, glaube ich, nicht wirklich machen. Reite, mein Mutie. Ich hoffe, du wirst mir gute Dienste erweisen gegen den Huf. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Hufschnauber? Ach, er steht. Besiege den Hufschnauber. Sorry, Leute. Wartet. Ach, hier war ich. Das habe ich geöffnet. Okay. Gut, komm schon. Reite. Reite, mein Mutie. Ach ja, das war hier. Richtig. Da fällt mir ein. Psi-Punkte. Als nächstes würden wir dann... Kann ich hier nicht rüberreiten. Als nächstes würden wir dann das Fliegen, nicht fliegen. Ich hab's, Levitation hieß es, glaube ich, würden wir freischalten. Aber solange ich nicht rausgefunden habe, wie ich auch die anderen Dinge wieder aktivieren kann, weil das finde ich schon schade. Also auch, dass ich hier den jetzt so mühselig erkämpften Spezialangriff nicht nutzen kann. Das ist... Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das ist das Problem, dass es mir noch niemand sagen kann. Ich werde das vielleicht dann mal recherchieren. Excuse me? Wer stört hier meine Kra... Ach du. Ein bisschen Dunkelheit. Ich habe vorhin helle Punkte gesammelt. Das heißt, ein bisschen Dunkelheit darf wieder zu uns kommen. Okay. Leute, ich würde sagen, wir versuchen im nächsten Part uns dem Hufschnauber weiter zu nähern. Wartet. Jemand muss diese Plage beenden, bevor es zu spät ist. Ja, aber das ist hier wieder einer dieser Pfade. Wartet. Mute, komm her. Ja, du klingst schon böse. Ah, jetzt. Okay. Jetzt können wir das einreißen. Nice. Wände mit dem Mute abreißen. Okay. Leute. Wir nähern uns dem Hufschnauber. Das sparen wir uns für den nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, im nächsten Part seid ihr mit dabei, wenn es heißt Tod dem Hufschnauber. Ich hoffe, ihr seid so nervös wie ich. Bis dahin und tschüss.